Lukas. Meinem Rucksack ist hier dieses Ding abgefallen. Oh, das ist aber ärgerlich. Das kann ich auch nicht mehr reparieren. Oh Mann. Das habe ich jetzt eine Idee. Der Russe ist auch schon etwas älter. Wie wäre es, wenn wir jetzt ins Taschengeschäft fahren und dir einen neuen Rucksack kaufen? Oh ja, das wäre klasse. Gehen wir direkt los. Oder wären wir? Da kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wir suchen einen neuen Rucksack für meinen Sohn. Ja, da haben wir ein paar da. Sieh hier, dieses ganze Regal ist voller Rucksäcke. Ah, vielen Dank. Dürfen wir die auch aus dem Regal nehmen und anprobieren? Ja, das könnt ihr machen. Lukas, hättest du den gleichen, den du schon hattest? Ja, aber ich möchte diesmal einen anderen. Okay. Und mit dem Delfin finde ich schön. Ah, den können wir den mal anprobieren. Der sitzt mir irgendwie nicht so richtig. Ja, der passt auch nicht so ganz. Sieht schön aus. Gut, dann probier doch du den mal an. Richtig bequem. Ja, der sieht auch gut aus. Wollen wir den nehmen? Ja. Ah, krieg ich auch einen neuen Rucksack? Nein, du hast doch noch einen. Aber Mann, ich will auch einen. Weil Lukas ist da kaputt gegangen und seiner war auch schon etwas älter. Du kriegst dann einen, wenn du in die Schule kommst. Okay. Sie sind hier entschieden? Ja, wir möchten gerne den hier. Okay, gut, das macht 70 Pimo-Dollar. Bitteschön. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist so cool und so bequem. Das freut mich für dich, Lukas. Oh, Papa, ich habe einen neuen Rucksack. Wow, der ist aber schön. Ja, ich finde ihn auch richtig schön. Euch hat dieses Video gefallen. Dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.